Jetzt der letzte Handgriff an dieser Torte. Die Schlagsahne, genau in der Mitte, perfekt. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Wow, Torte. Ich schnapp mir was von der Schlagsahne. Nein, das wirst du nicht. Die ist nicht für dich. Aber ich will die. Diese Streusel geben die perfekte Note. Was ist denn das? Ich kann dich da drüben sehen. Ich sagte nein, du wirst dir den Appetit verderben. Mama! Was ist denn los? Was, eine Spinne oder was? Ja, ich hab die Torte. Auf gar keinen Fall. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Oh, sie hat sie in den Kühlschrank gestellt. Ich hab's gesehen. Ich häng die hier auf. Es ist so still. Ich lasse die Torte lieber nicht ungesichert. Wird Zeit, den Kühlschrank abzuriegeln. Ein Haken auf jede Seite und dann ein paar Gummibänder. So, fest verschlossen. Und da kommt er nicht ran. Daran hätte ich schon vor Jahren denken sollen. Beachte mich nicht, ich bin nur eine Pflanze. Hat geklappt. Sie dachte, ich wäre eine Pflanze. Jetzt hole ich mir die Torte. Der Kühlschrank klemmt. Oh, das ist nicht fair. Ich mal für mein Leben gerne. Mom, ich habe ein Auto gemalt. Ich brauche mehr Blätter. Oh, okay, Schatz. Hier hast du noch mehr. Ich glaube, ich mal eine lila Sonne. Ich brauche mehr Blätter, Mom. Du bist so produktiv. Okay. Hier hast du's. Oh, die Blätter sind alle. Sorry, Schatz, kein Zeichenpapier mehr da. Oh, nein, nicht weinen. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß, was ich tun kann. Ich brauche dieses Stück Pappe. Und jetzt ein paar Zeichnungen drauf. Sein künstlerisches Talent muss er von mir haben. Alles klar, die Bilder sind fertig. Und jetzt laminiere ich das mit Klebeband. Fertig. Und jetzt falte ich alles zusammen. Hey Schatz, schau mal, was ich habe. Möchtest du diese Schildkröte ausmalen? Siehst du, einfach so. Aber du kannst sie so oft ausmalen, wie du willst. Wow, oder? Spitze, gib her, gib her! Ich mal das Pferdchen hier aus. Hör schön auf das, was deine Lehrer sagen. Und pass auf deine Sachen auf. Oh, und noch etwas, Liebling. Bitteschön, eine Federtasche für dich. Mit deiner kleinen Leckerei. Ich liebe dich. Viel Spaß in der Schule. Oh, ein Schüler. Moment mal, was ist das? Du kennst die Regeln, kein Essen und Trinken. Gib das sofort her. Und jetzt verschwinde. Mama, sie hat mich angeschrien und meine Süßigkeiten geklaut. Ist nicht dein Ernst. Na, das wollen wir mal sehen. Keine Sorge, Schatz, ich kümmere mich darum. Was mache ich da bloß? Als erstes schmelze ich diese Schokodrops. Dann ziehe ich die Masse in eine Spritze auf. Jetzt brauche ich einen leeren Strohhalm. Und den fülle ich mit der geschmolzenen Schokolade. Ich schüttle ihn, dass sich alles gut verteilt. Wenn sie fest ist, nehme ich die Schokolade raus und stecke sie in ein Papier von einem Wachsmalstift. Schätzchen, nicht weinen. Problem gelöst. Aber das sind doch nur meine Stifte. Wirklich? Ich glaube nämlich, das sind versteckte Süßigkeiten. Wow, du bist die beste Mama der Welt. Okay, hier ist deine Schultasche. Ab in die Klasse. Oh, wieder da? Lass mal deine Tasche kontrollieren. Das sehe ich mir mal genauer an. Tja, sieht nach ganz normalen Stiften aus. Okay, jetzt darfst du rein. Los, Abmarsch. Oh, mein kleiner Liebling. So hübsch. Oh, ein verirrtes Haar. So,
Auch die Haare müssen an ihrem Platz sein. Wollen wir jetzt essen? Aber vergiss die Serviette nicht. Wir wollen dein Hemd nicht beschmutzen. Mami ist gleich wieder da. Okay, Mami. Oh, Nutella. Vielleicht sollte ich was davon probieren. Ja, sollte ich auf jeden Fall. Mama ist beschäftigt. Das ist meine Chance. Das wird so lecker. Okay, Schatz. Mittagessen ist fertig. Chris! Ich bereue nichts. Du bist so schmutzig. Leg den Löffel weg. Ich kann das nicht glauben. Wir müssen dich sauber machen. Sitz still. Du siehst aus wie ein Ferkel. So. Danke, Mami. Ich bin bedeckt mit Schokolade. Mami muss sich die Hände waschen. Jungs sind eben Jungs. Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ich fange lieber gleich damit an. Endlich sauber. Oh, mehr Nutella. Finger weg. Nimm das stattdessen. Schau zu. Drück einfach auf den Spender und das Nutella kommt raus. Ohne Rumgeschmiere. Wow, das ist so schlau. Danke, Mami. Ich mache alles für diesen Jungen. Du bist mein Goldschatz. Nein, danke, mein Lieber. Nicht so schnell, junge Dame. Ich hab nichts. Na gut. Und das soll das Einzige sein, was du hast? Komm schon, Papa. Das ist doch albern. Ich bin jetzt glücklich. Das ist das gute Zeug. Ellie? Hier, das ist das Letzte. Nein, warte. Das ist das Letzte. Ich liebe dieses Zeug. Das kitzelt. Mein Lieblingsgeschmack. Bis zum nächsten Mal, mein Süßer. Alles okay, Papa? Ich geh mal lieber. Ich bin vor der Sperrstunde zu Hause. Endlich ist alles sauber. Endlich ist sie weg und ich kann spielen. Welches Spielzeug nehme ich nur? Was ist das? Eine Karotte? Wie langweilig. Und was ist das? Ein Eis? Auch langweilig. Ich habe was Süßes gefunden. Ich liebe Süßigkeiten über alles. Oh, ich weiß, worauf ich Lust habe. Ich habe Lust zu malen. Welche Farbe nehme ich? Gelb und Pink. Gelb zuerst. Die Wände brauchen einen Anstrich. Ahem. Das gibt das her. Was glaubst du, was du da tust? Hier, das wirst du gebrauchen. So, jetzt kannst du so viel malen, wie du willst. Juhu, ich male zuerst ein Herz für dich. Hey, ich hatte doch alles aufgeräumt. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Und zwar hiermit. Mit dem Klebeband mache ich ein Quadrat. Perfekt, genau so. Liebling, kommst du mal bitte? Braves Mädchen, siehst du diese Unordnung? Lege dein ganzes Spielzeug in das Quadrat, okay? Sie wird so schnell erwachsen und lernt so schnell dazu. Sie kommt ganz nach mir. Bye, Mami! So, alles ist wieder aufgeräumt.
Oh, sie ist schon fertig, mein kleiner Engel. Moment mal, wo steckt sie? Wo ist sie hingegangen? Hi, Mami! Oh nein. Ich habe ja auch Quadrate zum Aufräumen gemacht. Jetzt kannst du auch dein Zimmer aufräumen. Ich habe extra alles verteilt. Wow, okay. Dankeschön. Echt lieb von dir.